Hi ho und herzlich willkommen zurück. Was ist was? Zu The Witcher 1 Enchanted Edition mit Geralt von Riva, Alex von Die Sempen und dem Chat. Denn wie immer, Twitch läuft gerade The Witcher 1 Live LP. Was ist das denn? Das ist der Orden. Achso, du warst Switch, ne? Hier sind wir kurz vorm Druidenheim. Wie in der letzten Folge. Was ist das denn? Die fragen sich die ganze Zeit, was das hier ist. Und ich frag, glaube ich, Siegfried, unseren alten Freund, mal danach. Ich wollte gerade sagen. Ah! Geralt? Beim ewigen Feuer, es ist schön, euch zu sehen. Der sieht irgendwie gekrüppelt aus, also verletzt. Was ist passiert? Ein Echinopsdorn peinigt mich unter der Beinschiene. Ich kann nicht mehr laufen. Wir suchten nach dem Golen Totenacker. Irgendein Narr möge die ewige Flamme die Dunkelheit seines Geistes erhellen, faselte was von Stechmücken und Golems. Dann erwischte mich dieser verfluchte Dorn. Ah! Die Wunde muss versorgt werden. Keine Zeit für Banalitäten. Auf dem Golem Totenacker sind Elfen und Hafkas dabei, Handel zu treiben. Mein Befehl lautet, die Hafkas und die Eichhörnchen auf einen Schlag zu eliminieren. Wir sollten der Hydra mit einem Streich alle Köpfe abschlagen. Sieht so aus, als hätte die Hydra eine Atempause bekommen. Es war ein direkter Befehl vom Großmeister. Helft mir, ich ernenne euch zum Kommandeur meiner Einheit. What? Ich bin Hexer, kein Soldat. Ich wollte schon sagen. Ich glaube an euch, Geralt. Nichts geschieht ohne Grund. Das ewige Feuer hat euch Ehre und Verantwortung übertragen. Bleibt auf dem Teppich, Siegfried. Wir brauchen eure Unterstützung. Wartet hier. Ich sehe mich ein bisschen um. Also, ich bin, wie Geralt schon sagt, ich bin ein Hexer und kein Soldat. Ich führe keine Ritte an. Vor allen Dingen, bin ich ein Hexer, der sich niemanden, der neutral quasi bleibt. Außer gegen die Salamander, gegen die wende ich mich. Ich gehe mal zum Druidenhain und frag da mal nach, was das denn hier alles so auf sich hat. Was gibt's? Achso, ja, zeigt mir eure Waren. Ich dachte, wir können hier schön, ne? Nein. Hä? Ziegenmilch? Ziegenmilch. Zwei verschiedene Ziegenmilche? Oder können die einfach nur zweifach gesteckt werden? Na gut, dann verkaufe ich einfach mal. Zuckerpuppe, Himbeersaft. Hier, Alchemie-Dingensbumskirchen. Blüten. Aber da müsste ich erstmal nachschauen, was man denn alles so aus den Blüten und so machen könnte. Zum Beispiel Heiltrank oder sowas. Was gibt es? Ich kann Yevin nirgendwo finden. Was geschah mit ihm? Er schloss sich den anderen Elfen an, die im Sumpf leben. Wo kann ich ihn finden? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Problem. Quest aktuell ist sein Gewicht in Gold wert. Ich muss in die Sümpfe gehen und Yavin finden. Ich habe noch gar nicht richtig geguckt und schwupp. Haben wir schon geklärt, dass Yavin weg ist. Kreis der unerwünschte Macht. Nicht alle Sumpfkreaturen sind gefährlich. Viele sind vom Aussterben bedroht. Interessant. Angeblich grassiert eine Krankheit in der Stadt. Ach, das Leid der Zivilisation. So sei es. Der Hierophant hat sich auf die Suche nach neuen Druidenanwärtern gemacht. Die Leute behaupten, wir verbrennen gefangen genommene Eindringlinge in Weidenkörnern. Unsinn. Unsere liebe Freundin ist natürlich auch weg.
Die sind wirklich nur noch die Druiden. Mal schauen auf der Karte. Wir müssen sowieso einmal zum Ort, der macht nein, Lagerfeuer. Ich glaube, das war da, ne? Chakmak Obelisk. Ne, Steingolem, da müssen wir hin. Let's go, auf zu den Steingolem. Wir lassen Siegfried, ich glaube, die sind noch ein Weilchen hier. Wir lassen die einfach hier noch mal ein bisschen liegen oder stehen oder warten. Schauen uns das noch alles einmal kurz an. Nieswurz, warum nicht? Nehmen wir auch noch mit. Ach ja, diese scheiß Kreaturen überall immer, ne? Da hinten sind die Steingolems. Leichnam. Ich dachte gerade die Lehnen. Haben die sich zum letzten Mal verändert? Irgendwie sehen die, habe ich das Gefühl, die sehen anders aus. Oder ich habe mir die nie so genau angeguckt. Und warum kann ich hier was kann ich denn hier nichts kann ich hier machen mit dem Golem? Pylon? Pylon. What? So viel zu Quicksave. Hallo, scheiße. Naja, wir haben sobald eine Quest aktualisiert wird, auch der Streamchat kann mich gerne daran erinnern, nach jeder Quest auf jeden Fall einmal Quicksave zu machen. Ihr bei YouTube in den Kommentaren bitte auch gerne schreiben Quicksave, damit sowas echt nicht passiert. So, jetzt haben wir einfach mal schön ein paar Minuten verplempert. Älterer Druide, können wir ja noch ein bisschen was verkaufen. Was gibt's? Sagt mir eure Waren. Einmal Ziegenmilch und das war es auch schon. So. Druide. Was gibt es? Die haben dieselbe Stimme. Ich kann Yevin nirgendwo finden. Was geschah mit ihm? Er schloss sich den anderen Elfen an, die im Sumpf leben. Wo kann ich ihn finden? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Tut mir leid. Quick Save direkt, zack. Ich muss Yevin noch die Antwort geben. Da, ja genau, das muss ich auch noch machen. Krähenauge. Why not? LOL. Also der Tod hatte doch was Gutes, ne? Gwynblade. Hi. Gwynblade. Erzählt mir von eurem Leben. Brokilon ist unsere Heimat. Idline unsere Herrin. Wir leben im Einklang mit der Natur, gleiten durch das Dickicht und kennen die Geheimnisse des Waldes. Seid ihr glücklich? Wir haben Freuden und Sorgen, genau wie die Menschen. Doch unser Ende ist nahe. Der Krieg mit den Menschen dauert an und unsere Art schwindet dahin. Erzählt mir vom Brokilon. Der Brokilon ist die Heimat der Dryaden, eine von Menschen unberührte Wildnis. Doch unsere Nachbarn erheben Anspruch auf die Wälder. Daher kommt es ständig zu Grenzstreitigkeiten zwischen Menschen und Dryaden. Wer gewinnt diesen Krieg? Hä? Unsere Bogenschützen sind unübertroffen. Aber wie lange können wir der rohen Gewalt trotzen, die die Menschen zu den Herren der Welt gemacht hat? Auf einmal war die hinter uns. Das ist traurig. Macht's gut. Achso, mehr nicht. Gwynblade. Wir sprachen darüber, woher die kleinen Dryaden kommen. Gewiss. Der Jäger ist heimgekehrt. Habt ihr den Wolfspelz, um den ich euch bat? Ich weiß es gar nicht mehr. Hab ich einen? Aber wir haben das ja alles schon erledigt einmal. Ich glaube, ne, habe ich gar nicht mehr, ne? Sieht nicht so danach aus. Nö. Nein, Weißhaar, das ist nicht, was ich im Sinn hatte.
Tschö, aber wir hatten ja unser Vergnügen schon. Wir wollten jetzt noch einmal, ich will noch einmal zu den Golems gehen. Wie gesagt, die Hund Petersilie. Interessant. Oh ja. Oh ja. Also wie gesagt, die den Orden können wir da gerne alleine lassen. So, nochmal Quicksave machen hier. Bei den Pylonen. Vielleicht muss ich außerhalb des Dreiecks bleiben. Oder ich werde wieder getötet. Keine Ahnung. Ich müsste außerhalb sein, ne? Oh. Ich glaube, jetzt war ich zu spät. Jetzt war ich definitiv zu spät. Hä? Jetzt funktioniert das nicht mehr. Nee, jetzt funktioniert es nicht mehr. Testweise will ich jetzt einmal noch innen drin bleiben. Guck mal, jetzt leuchtet das ganz durchgehend, ne? Merkwürdig. Einmal, ich bin jetzt drin. Muss ich erst einmal beim Golem sein, gewesen sein? LOL! What? Verstehe das noch nicht. Ich muss, glaube ich, irgendwas beim Golem reinsetzen. Und dann die Pylonen noch einmal aktivieren. Weil wenn ich die Pylonen so aktiviere, ohne beim Golem gewesen zu sein, passiert nichts, oder? Nevermind. Passiert. Ich bin doch tot. Erneut. Versteht einer das? Ja, falls ihr irgendwie ja eine Antwort wisst, guck mal, jetzt hat's wieder aufgehört, ne? Jetzt fängt er an, die beiden haben wieder aufgehört. Na, jetzt fängt der an und die haben aufgehört. Komisch. Komisch. Das ist hier echt komisch. Richtige Reihenfolge finden? Ja, ich habe ja jetzt schon mehrere Reihenfolgen ausprobiert. Funktioniert keine. Ne. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da machen kann. Guck einmal die Quests. Öffne dich, danke. Verringers Geheimnis. Warum ist da ein roter Punkt? Sein Gewicht in Gold. Sein Gewicht in Gold wert. Das hört sich auch ein bisschen komisch an. Ich muss in die Sümpfe gehen und Yavin die Antwort geben. Also muss ich erstmal Yavin finden. Quest of Card. Da oben hin? Lager der Anderlinge. Okay. Okay. Gehen wir da oben hin. Auf geht's. Wir verfolgen einfach erstmal diese Quest. Wir werden jetzt gleich angegriffen wahrscheinlich. Ich hasse diese Kreaturen, ey. Vor allem mit dieser Steuerung, ne? Es ist echt ein bisschen auch. Guck mal, die Pflanzen, die kennen wir doch irgendwo ja. Och, auch noch die Kackpflanze. Müsste Yavin noch hier sein, oder?
Adjabel Ayat Arse. Falls jemand das gerne mal übersetzen könnte, wäre ich drum Seid beten. So gut und lasst mich in Ruhe. Okay. Büschelkraut nehme ich mit, da kann man anscheinend Heilmedizin ausmachen. Ihr stinkt, Mensch. Ich bin kein Mensch. Scheiße in den Stiefel, Dr. Ray. Bitte was? In der Schlacht von Sotten habe ich gelernt, wie man Menschen tötet. Ja. Der Tod macht mir keine Angst. Freiheit oder das Grab. Ja, Finn, da bist du ja, alter Kollege. Ah, Hexe. Viel los hier. Ein Ausbildungslager? Wir müssen trainieren, damit wir gut kämpfen können. Glaubt ihr wirklich, dass dieses Häuflein etwas ausrichten kann? Können ein paar Steine einen Erdrutsch auslösen? Kann ein einziger Funke ganze Städte niederbrennen? Ihr braucht nicht zu antworten. Wir kennen beide die Wahrheit. Da hat er recht, der Mann. Ja? Ja. Ich habe Vivaldis Antwort. Er schickt Worte, kein Gold. Ich dachte es mir schon. Also waren meine Bemühungen vergebens. Ganz im Gegenteil, Hexer. Vivaldi kann oder will uns nicht helfen. Die Information ist dennoch bedeutsam. Hat er Gründe für seine Weigerung genannt? Vivaldi ist bankrott. Interessant. Die Bank macht gute Geschäfte, trotzdem ist Vivaldi bankrott. Danke, Geralt. Ich habe da eine Idee. Du hast da eine Idee und läufst einfach weg. Quest abgeschlossen sogar. Ich übergab an Vivaldis Brief. Ja, läuft. Quick save. Ja, lauf mal nicht weg, sondern sag mir dein... Dachte schon, der verprügelt jetzt den Zwerg da. Sag mir deine Idee. Ja? Worauf bereitet ihr euch vor? Das geht euch nichts an, Hexer. Aber ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Denkt gründlich nach. Vielleicht kommt ihr dahinter. Ein Aufstand gegen die Menschen? Was ist, wenn ich die Behörden informiere? Ich muss euch korrigieren. Wir wollen den Krieg gewinnen, den wir führen, und nicht einen Aufstand beginnen. Und ihr wollt uns verraten? Anderling, der ihr seid? Die Menschen würden euch nicht ernster nehmen als uns. Und selbst wenn sie auf euch hören, wir sind vorbereitet. So gut, dass uns nichts mehr aufhalten kann. Die Sima wird schon bald brennen. Ich hoffe, ich bin schon lange fort, wenn das losgeht. So wie ich euch einschätze, werden wir uns sicherlich auf dem Schlachtfeld begegnen. Die Frage ist nur, für welche Seite entscheidet ihr euch? Lol, wir müssen uns jetzt entscheiden. Meine eigene Seite, ich fühle mich an. Was war das mit dem... Was wollte der Zwerg jetzt? Ja, Win, ich bin ein Hexer. Ich wurde geschaffen, um Menschen vor Ungeheuern zu schützen. Egal, ob sie Fühler und Schuppen haben oder ob sie auf zwei Beinen gehen und hochtrabende Reden schwingen. Oh, lol. Ich sage für mich keine Ahnung. Erstmal meine eigene. Meine eigene. Ihr seid unschuldig wie ein Kind. Ihr werdet sehen, es ist unmöglich, im Krieg neutral zu bleiben. Ich versuch's auch allerdings. Das werden wir sehen. Ja? Habt ihr denn noch Arbeit? Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? Ihr scheint euch im Sumpf auszukennen. Und ihr habt uns einen Dienst erwiesen. Ja, da wäre noch etwas. Ich höre zu. Ich habe gehört, dass Ritter vom Orden der Flammenrose in den Sumpf eingedrungen sind. Diese Fanatiker hassen Anderlinge. Früher oder später werden sie auch uns nachstellen. Was hat das mit mir zu tun? Ich möchte, dass ihr die Einheit zum Golem-Totenacker führt. Dort warten Hafkaren. Sollte sich das Blatt zum Schlechten wenden, erwarte ich, dass ihr die Einheit am Weglaufen hindert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da reingezogen werden möchte. Diese Entscheidung braucht Zeit. Ja, das sind zwei Antworten, also zwei Fragen von Yavin, die eine Antwort erfordert, die einiges entscheiden wird, auch im Laufe der Geschichte. Ich
bin da recht unentschlossen, was ich da machen soll. Da könnt ihr mir vielleicht helfen. Schreibt in die Kommentare bei YouTube oder auch jetzt hier im Stream, im Chat. Was soll ich da für eine Antwort wählen? Zum einen soll ich den Krieg den Anderlingen beistehen, den Menschen beistehen? Oder versuche ich wirklich neutral zu bleiben, was ich bevorzugen würde? Und soll ich Siegfried und den Orden in eine Falle locken und die dabei daran hindern, wegzulaufen? Also Yavin verlangt echt einiges von mir.